Das nun folgende Video präsentiert Ihnen Cyberport. Hallo zusammen, hier ist Jens von Giga und ich bin hier gerade bei Sony auf dem MPC in Barcelona. Ich gucke mir hier gerade das Sony Xperia Tablet Z an. Das gute Stück ist momentan angeblich das dünnste 10-Zoll Tablet, das es auf dem Markt gibt. Meiner Meinung nach tut sich hier Sony kein Gefallen, indem es wieder so ein riesengroßes Tablet auf den Markt bringt. Ich denke, in der im 7-Zoll-Segment wären sie wesentlich besser aufgehoben. Wir haben hier auf der linken und unteren Seite Boxen, dann hier den USB-Port, eine ganze Weile lang gar nichts, dann hier SIM-Karten und Micro-SD-Slot, dann hier wieder die beiden Boxen, dort an der rechten Seite gar nichts, oben eine ganze Weile lang gar nichts, dann hier einen Infrarot-IR-Port für die Fernbedienung, dann haben wir hier den 3,5 mm Klinkenanschluss, den wieder mal sehr, sehr schönen optischen On-Off-Button. Hier eine Lade- und Anzeige-LED, laut und leise Wippe, die etwas Plastik verarbeitet ist, etwas mehr als sonst. Dann hier auch einen Konnektor und hier wieder die Boxen. Hinten haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, ein Xperia-Logo und natürlich NFC. NFC und Fernbedienung ist auch wieder so ein bisschen das Steckenpferd von dem Ding. Drin haben wir, wenn wir das hier mal kurz sehen können, ja so ungefähr, ein Full-HD-Display. Also 1920, naja nicht ganz Full-HD, 1920x1200 BUXGA-Auflösung mit der typischen Mobile Bravia Engine 2, IP55 und 57 wasserfest und staubsicher. Was ich ganz praktisch fand, war, ich versuche das mal so ein bisschen aufzufangen. Mir wurde jetzt gesagt, man könnte mit Xperia Link sein eigenes Sony Xperia Z mit dem Tablet verbinden und dann Anrufe nicht entgegennehmen, aber darauf per SMS oder Standardmeldung reagieren oder eben ja, sich Bilder davon anschauen. Also man kann die beiden miteinander verbinden und es hat einen ganz, ganz praktischen Wert, meiner Meinung nach. Das Ding kommt mit dem Snapdragon S4 Pro. 2 GB RAM, 16, 32 GB Variante mit internen Speicher, 6000 mAh Akku, NFC, MHL, bla bla bla. An sich kein schlechtes Ding. Die Fotos, das möchte ich gleich nochmal kurz zeigen, kann man eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Wobei ich das immer noch ziemlich dämlich finde, mit so einem Ding zu fotografieren. Ja, die Kamera ist reagiert schnell, zeitnah und hat die gleichen Einstellungen wie das Xperia Z. Ich bin Jens von Giga und das war das Sony Xperia Z. Vielen Dank fürs Zuschauen.